Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es etwas, was schon lange überfällig ist und was sich auch von euch gewünscht wurde. Ich habe nämlich auf Instagram in meiner Story eine Umfrage gemacht, was ihr gerne sehen würdet. Und ihr habt euch für eine Roomtour entschieden. Mein Freund und ich leben jetzt schon seit etwas über sieben Monaten in dieser Wohnung. Und jetzt denke ich, kann man langsam eine Roomtour drehen. Ich denke, es wird sich bestimmt noch ein bisschen was verändern. Ich werde bestimmt in Zukunft mal so ein Roomtour-Update drehen. Aber ja, legen wir erstmal los. Wenn man unschwer erkennen kann, stehe ich hier an unserer Wohnungstür. Gegensprechanlage ist am Start. Und ich würde sagen, wir fangen hier im Flur erstmal an. Wenn man hier zur Eingangstür reinkommt, wird man immer direkt von Elfriede und Helga begrüßt und vom WLAN-Router natürlich. Hier haben die beiden ihre kleine Kratzecke im Flur. Willst du gleich mal vorzeigen, Helga? Okay, nö, hat keinen Bock. Und hier kommt man dann zur Garderobe. Übrigens habe ich nicht mehr aufgeräumt als üblich, denn es soll ja realistisch wirken. Ja. Hier steht man direkt vor der Garderobe. Hier sind so ein paar saisonübliche Schuhe, die wir immer anziehen. Oh Gott, meine Nägel sehen aus. Meine Handtasche, ein paar Jacken, ein Spiegel und ein paar kleinere Handtaschen und Mützen und Schals. Die werden dann immer da oben fein säuberlich nicht abgelegt. Und wenn man dann zur Tür reinkommt, hat man hier als erstes das Badezimmer, wo die Miezis am besten nicht mit rein sollten. Deswegen kommst du ja jetzt mal weg. Genau. Genau, das ist jetzt das Badezimmer. Da diese Saugnäpfe nie halten, habe ich unser Handtuch einfach hier an die Türklinge gehängt. Man hat gleich, wenn man reinkommt, Waschbecken, Unterschrank und Waschbecken und natürlich Spiegelschrank. Da befinden sich dann so Sachen drin, wie meine Hautpflegeprodukte, Masken und Deodorant und Desinfektionsmittel. Hier haben wir dann unsere Waschmaschine. Außerdem steht unsere Palme auch hier, weil die Mädchen dürfen hier sowieso nie rein. Und ja, die Palme ist regelmäßig Opfer von Knabberattacken und Spielattacken. Ja, und da wir da einfach keinen Bock mehr drauf haben, die Mädchen da alle 3 Sekunden wegzuholen, haben wir die jetzt hier reingestellt. Das ist die Badewanne und wunderschöne IKEA-Vorleger. Und hier hinten haben wir dann die Waage, ein Badregal, wo allerlei Krimskrams drin ist, wie Föhn, Handtücher, Waschlappen, Badelatschen, was weiß ich nicht. Und ja, der Ort, wo das Small and Big Business stattfindet. Ihr wisst Bescheid. Hier haben wir noch eine kleine Pflanze hingestellt, die Mädels auch immer anknabbern, die aber nicht so ganz gesund für die ist. Deswegen haben wir die hier rein verbannt. Na, Mädchen. Nein, Elfriede. Wenn wir dann im Flur weiter schauen, haben wir hier das Katzenklo und kommen hier direkt in die Küche. Hier haben wir direkt unseren Haushaltsschrank stehen mit Haushaltsplan für täglich, wöchentliche Aufgaben und monatliche Aufgaben. Die muss ich hier aufschreiben und aufhängen und exakt aufteilen, weil ansonsten machen, also ich wahrscheinlich schon ein bisschen, aber Alex und wahrscheinlich eher weniger, unsere Aufgaben im Haushalt. Hier habe ich einen Tritt, damit ich auch bei den Hängeschränken ganz oben reinkomme, weil sonst bin ich leider dafür zu klein. Hier haben wir Kühlschrank und Mikrowelle, Kaffee, Toaster. Hier sind ein Haufen Nudeln, Kartoffeln, Müsli-Vorräte, Öl, alles Mögliche drin. Genau. Hier hängen meine beste Freundin und ich immer rum. Katzenfutter, die haben eigentlich noch eine Matte dort runter, aber die ist gerade im Geschirrspüler, deswegen, dass die mal ein bisschen sauber wird. Unsere Küchenzeile mit Herdplatte, Ofen, Geschirrspüler und Papiermüll. Hängeschränke, da sind so Gewürze und so drin. Teller, Schüsseln, Tassen und so weiter und so fort. Hier haben wir nochmal einen Mülleimer mit Plastik und Restmüll. Hier ein Basilikum, der abgeknabbert wurde, aber hoffentlich bald wieder wächst. Und unser Besteck. Ja genau, das ist abgedeckt, damit die Mädels da sich nicht verletzen. Und ja, ich hatte diesen Besteckkasten schon vorher bestellt. Bevor wir diese Kommode hatten, eigentlich hatte ich geplant, das Besteck dann in eine Schublade hier reinzutun. Aber ja, too klein, viel zu klein. Das nächste Zimmer ist unser Schlafzimmer. Und zwar haben wir hier einmal eine Kommode und ein Globus. Also so eine Nachtlampe ist das eigentlich. Das ist so ein DDR-Teil. Was ist los?
Elfriede, Rolligkeit ist on. Elfriede ist schon, seit sie 5,5 Monate alt ist, rollig. Jetzt sind sie ein bisschen über 7 Monate. Ja, genau. Genau, unser Bett, und über dem Bett hängt hier mein Vision Board und eine Efeu-Ranke, eine Plastik-Efeu-Ranke. Bettmatte, Aktenschrank, drauf abgelegt sind die ganzen Klamotten, die ich noch auf Kletterkreisel hochladen muss. Aber wie immer noch, natürlich immer noch nicht gemacht habe und immer ordentlich schön aufschiebe. Genau, darunter versteckt sich unsere Ablage, wo so Dokumente und alles drum und dran drin sind. Dann hier unser Schreibtisch. Ja, hauptsächlich halt auch Ablage. Ich habe mich da, glaube ich, noch nie dran gesetzt, um irgendwas zu schreiben. Das war mein alter Schminktisch in meinem Kinderzimmer. Hier haben wir Wäschekorb und Spiegel und unser Kleiderschrank mit allem möglichen Zeug obendrauf. Wäscheständer, den stellen wir eigentlich immer auf dem Balkon, aber letztes Mal hatte ich es vergessen, den rauszustellen. Und das ist jetzt eigentlich hier die Katzenecke. Hier haben die so einen kleinen, so eine Heizungsliege. Da haben die anfangs immer ganz viel drin geschlafen, aber jetzt irgendwie nicht mehr wirklich, nur noch selten. Katzenminze, ein Rascheltunnel, Spielzeug, ein Körbchen, wo sie auch ab und zu drin schlafen, ein kleiner Kratzbaum. Und unser Balkon. Ja, da ist noch nicht wirklich was passiert. Da steht noch ein kleiner Gingo, zwei Hocker, Tisch, Aschenbecher, bla bla. Genau, hier stellen wir dann immer den Wäscheständer hin. Wir arbeiten noch dran, dass die Mädels dann auch bald raus dürfen. Wir haben schon ein Schutznetz, wie ihr seht, angebracht, haben die Seiten hier mit Holz abgedeckt und haben unten, also unten müssen wir eigentlich nur noch so ein paar Holzplanken dranhängen, dass die Mädels da unten nicht durchhuschen können. Und dann dürfen die unter Beaufsichtigung auch auf den Balkon und frische Luft schnappen. Das Beste kommt zum Schluss, das Wohnzimmer. Wenn man hier reinkommt, hat man direkt den Kratzbaum und unsere Anbauwand inklusive TV. Da kann ich euch mal kurz zeigen, was da drin ist. Hier sind so normale Glasgläser und genau so kleine Weingläser drin. Und das Katzenfutter lagern wir da immer. Und noch Osterdeko, die ich noch nicht weggeräumt habe, aber wenn die draußen irgendwo stehen würde. Wir hatten sie zuerst auf dem Bücherregal stehen, aber die Mädels sind immer hochgeklettert und haben es runtergeworfen. Hier unten haben wir ein paar Kristalle und einen Stein, den mir mein Bubi mal aus Stein geschliffen hat, und einen kleinen Buddha. Hier oben haben wir eine künstliche Pflanze und eine Uhr, die ich vor Jahren mal in der Oberschule gebastelt habe. Da ist noch meine Glöckchen drauf, die kennt ihr ja noch aus früheren Videos, die noch bei meinen Eltern wohnt. TV, PlayStation 4, VR-Brille, Spiele und DVDs und Serienboxen. Hier nochmal ein kleines Herzchen, was mein Bubi geschnitzt hat. Und ein CD-Regal von ihm, was er mitgebracht hat. Hier sind noch Sektgläser und Weingläser drin. Und ja, eigentlich auch einfach Ramschecke für alles, wo wir nicht wissen, wohin damit. Hier hängt noch ein Bild von uns. Das ist mein Lieblingsfoto von uns. Das haben wir im Zoo in Leipzig schießen lassen. Genau, und hier oben haben wir Alex Lego Star Wars Sammlung, die er sich zu Black Friday gegönnt hat. Soll er machen. Ich habe mir auch ganz schön viel Make-up gegönnt. Hier haben wir unseren Couchtisch und unsere Couch, die auch schon mehr oder weniger eigentlich sich dem Ende zuneigt. Das ist eigentlich noch die Couch von meinen Eltern. Die haben wir dann einfach ganz rude mitgenommen, als wir ausgezogen sind, und haben unsere Eltern dann ohne Couch dastehen lassen. Zwei Kuscheldecken, eine Kerze und da unten so Hefte. Und mein Dankbarkeitstagebuch. Macht ihr sowas auch? Fühlt ihr sowas? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe erst damit angefangen. Und hier haben wir direkt vor unserem Wohnzimmerfenster einen Baum. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, mein Freund hat mal gesagt, das ist eine Eibe. Aber der ist wirklich so nah am Fenster. Der klopft bei einem Sturm hier schon immer an die Scheiben. Oder, Helga? Was sagst du dazu? Dann haben wir hier Peperomia-Pflanzen. Eine, zwei. Und da hinten steht noch eine dritte. Und Katzengras. Die sind richtig gut, weil die sind halt für Katzen komplett ungiftig. Und das juckt die auch gar nicht. Also die gehen da gar nicht dran. Hier steht unser Bücherregal. Da unten ist eigentlich auch wieder nur Ablagefläche. Ja, wir wissen bei manchen Sachen auch noch gar nicht, wo wir die genau hin tun sollen. Hier unten sind meine Bücher. Und dann Alex Bücher, Krimskrams von mir. Alex Bücher, eine Polaroid-Kamera, die ich von meinem Papa mal bekommen habe, aber noch nie ausprobiert habe. Das muss ich mal machen, aber die Fotos sind so teuer. Naja. Und noch ein paar Fotoalben und wieder
Bücher von meinem Freund. So, this is the place where the magic happens. Helga! Du weißt doch, dass du da nicht drauf darfst. Komm ab. Runter mit dir. Wir wissen, dass du rollig bist. Du musst es nicht jedem sagen. Boah, jetzt hört's aber auf hier. Du störst mein Video. Ja, ja. Komm mal runter. Halt dein süßes Mäulchen. Oh. Wisst ihr, wie die nachts abgeht? Man kann nicht schlafen ohne Gehörschutz. Ja, ist ja gut. Wie gesagt, das ist mein Schminktisch. Mit Hintergrundhalterung. Hier sind verschiedene Hintergründe und Katzenspielzeug. Das hat Helga bestimmt hier hingeschleppt. Mein Stuhl mit einem hübschen Fell und mein Schminktisch. Ich habe vor, mir noch ein bisschen was zuzulegen mit ein paar First Impression Videos. Und dann denke ich, wäre es mal Zeit für eine Make-up-Sammlung, oder? Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Genau. Und dann kann es hier alles stattfinden. Hier habe ich noch so ein bisschen Schmuck hängen. Mein Gesellenbrief, den habe ich hier aufgehangen. Hat Spaß. Hier, das ist diese eine Kiste, die wahrscheinlich bis wir hier wieder aussehen, nie ausgepackt wird. Die letzte Umzugskiste mit ganzem Zeug drin, wo ich keine Ahnung habe, wo ich das hin tun soll. Aber ich finde bestimmt einen Platz, aber ich habe bisher, ich vergesse es halt immer, die auszuräumen. Unser Esstisch mit drei Stühlen, eigentlich waren es vier. Wir haben den auch über eBay Kleinanzeigen geholt, aber der vierte Stuhl war noch kaputt. Genau. Hier haben wir einen Serviettenhalter, eine Etagere, die mir meine Mama gebastelt hat. Das macht die ganz gerne. Ich krieg noch eine von ihr, Notizblöcke. Ein Plan von Leipzig um 1847. Das ist ganz cool. Die haben wir mal im Salon bekommen, da habe ich mir direkt eins mitgenommen. Die Mizis konnten auch ihre Pfoten nicht davon lassen, wie ihr seht. Aber ich denke mal, ich packe das noch in einen großen Bilderrahmen, dann sieht es nicht ganz so schäbig aus. Hier haben wir Alex' ganzen Instrumente. Wir wollen noch so einen Gitarrenständer kaufen und dann wird das alles ordentlich in diese Ecke da verfrachtet, weil da ist noch Platz und dann sieht es ein bisschen aufgeräumter aus. Hier habe ich vorhin noch ein paar Bilder an die Wand gehämmert. Das fand ich ganz hübsch so als Deko. Hier unten, ihr fragt euch bestimmt, was das ist. Das sind Gär-Ballons, denn mein Freund stellt seinen eigenen Met her. Und Leute, glaubt mir, wenn ich sage, der ist der absolute Hammer. Mein Bauern macht den besten Met auf der ganzen Welt. Wirklich, ich habe noch nie irgendeinen Met getrunken, der besser war als den, mit der er hergestellt hat. Das ist noch das letzte Fensterbrett, die letzte Ecke der Wohnung mit einer Lampe, noch einer Peperomia und meinem kleinen Freund hier, unseren Bruder. Ich liebe den, den habe ich bei Dena gekauft. Der ist so wunderschön. Genau, und wir haben nicht nur so einen geilen Nadelbaum einfach hier vom Fenster. Ihr seht, der klopft hier wirklich schon an die Scheibe an. Ja, sogar ein wunderschönes Flieder vorm Fenster. Und wirklich diese Ecke mit dem Flieder und dem Buddha hier. Wunderschön. Das ist meine Lieblingsecke hier, glaube ich, von der ganzen Wohnung. Wenn man aus Versehen auf der Couch einschläft, dann haben wir hier den Sonnenaufgang. Und dann kommen die ganzen Sonnenstrahlen so durch die Äste von dem Nadelbaum. Und kitzelt dich an der Nase. Und man kann gar nicht besser aufwachen, wirklich. Ach ja, und was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, weil unsere Wohnung hat auch so ein paar Macken, die wir nicht sehen konnten, als wir eingezogen sind. Was mich auch ein bisschen wütend gemacht hat. Aber man kann es nicht ändern. Ich sag mal so, es ist die erste Wohnung. Man weiß da noch nicht alles. Aber da können wir dann achten, wenn wir in die nächste Wohnung ziehen. Und zwar die Hängeschränke von der Küche, ja? Und man müsste ja auch meinen, so eine Wand, so eine Zwischenwand zwischen Bad und Küche sollte eine gewisse Decke haben. Weil ihr seht, hier ist eine Einbuchtung. Die Küchenzeile kann nur dahin. Und man sollte ja auch Hängeschränke aufhängen können, oder? Also zumindest gehört das für mich bei der Küche dazu. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir die Hängeschränke zwar, also die waren einzeln, aber wir haben die an einer Schiene quasi befestigt. Und dann an die Schiene angebracht und die Schiene dann an die Wand angebracht quasi. Und die Schrauben, die die Schiene da halten, sind, lass mich lügen, vielleicht 10 cm lang, 9, 10 cm lang. Und als ich dann, kurz nachdem wir die Küche eingebaut haben, im Bad war abends und mal nach oben geschaut habe, also die Wand ist nicht besonders dick.
So, Mädels, jetzt habt ihr die Chance gleich genutzt, was? Also, es ist jetzt schon soweit, mein Freund hat an dem Tag, wo ich die Roomtour gedreht habe, schon den Balkon fertig gemacht. Wir haben hier an der Seite so Hölzer und hier unten haben wir auch noch Hölzer. Und die Helgü darf heute das erste Mal raus. Und zwar nur die Helga, weil Elfriede rollig wie bescheuert ist. Und das Risiko, glaube ich, so groß, weil sie doch irgendwie abhaut. Das ist schon aufgeregt, mein Schatz. Ja? Das ist aufgeregt. Ja, bist du aufgeregt? Kriegst du schon hin. Sie hat Bock. Man sieht's. Okay. Dann probieren wir's mal. Du passt auf. Ja, komm. Komm, mein Schatz. Komm. Komm raus. Traust du dich? Willkommen. Jetzt darfst du, meine Mausi. Ja. Traut man sich? Man traut sich. Ganz vorsichtig erstmal. Das schnüffelt wie eine Blöde. Raus jetzt. Aber es ist doch Katzen und rein und raus. Das ist immer so ein Ding. Ja, doch jetzt raus. Mach nicht, ich muss erst mal Quinn schaffen. Ja, wein! Oh, hier sieht man so viel mehr, was, Helga? Und die frische Luft? Sieht so verrückt. Ja. Na, nicht Na. Da hoch. Helga, nicht da hochhüpfen. Jetzt bist du weg. Hast. Na, die kommt ja da hoch. Eben. Das reicht gar nicht. Würde ich sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert, wie ihr die Wohnung findet, wie ihr sie eingerichtet findet, was ihr vielleicht anders gemacht hättet und wie ihr so euer Wohnbereich eingerichtet habt. Das würde mich mal interessieren. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Bock auf eine Schminksammlung habt. Wenn dem so ist, solltet ihr auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren. Ganz wichtig, weil dann verpasst ihr auch nichts mehr. Mein YouTube-Kanal ist gerade ein bisschen am Abkacken, mal unter uns, und ich bräuchte ein bisschen Unterstützung in Form von Likes, Kommentaren und Wiedergabezeit, also von vorne bis hinten anschauen am besten, damit mein Kanal wieder mal ein bisschen gepusht wird und es sich auch lohnt, neue Videos hochzuladen und nicht, dass es dann immer nur 30 Leute sehen, das ist ein bisschen schade. Genau, deswegen unterstützt mich, wo ihr könnt, folgt mir auch auf Instagram. Da poste ich ja auch immer allerhand Sachen und Umfragen, was ihr sehen möchtet. Deswegen solltet ihr mir da auch auf jeden Fall folgen. Gut, dann schlage ich euch hier mein letztes Video vor und mein vorletztes Video. Und hier könnt ihr abonnieren. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.